Zum Anlass der Veröffentlichung dreier Bücher über das Denken der Edith Stein mit Hilfe der Lateran University Press organisierte die Päpstliche Lateranuniversität gemeinsam mit dem Studienzentrum Edith Steins einen Gesprächskreis. Das Zentrum beschäftigt sich grundsätzlich mit der Auseinandersetzung über das Denken Edith Steins, der deutschen Philosophin, einer Jüdin, die zum katholischen Glauben konvertiert war und heilig gesprochen wurde, die heilige Teresa Benedicta de Cruce. Unter den verschiedenen Themen, die vorgestellt wurden, war eines die Erziehung. Edith Stein bietet uns auch heute eine profunde Reflexion über die Erziehung und vor allem über erzieherische Beziehungen, die eine umfassende gemeinsame Beziehung darstellen, eine besonders gegliederte Beziehung. Ein sehr aktuelles Thema. Es besteht heute die große Notwendigkeit, über Erziehung nachzudenken. Über die speziellen Bindungen, die ein Schüler zu seinem Lehrer und ein Lehrer zu seinem Schüler hat, und dass wir diese lebendige Beziehung nicht isoliert beschreiben können, ohne die gegenseitige Befruchtung.